Wir kommen dann zum Aufruf der zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte. Gegongt ist, wer jetzt nicht hier ist, ist selbst schuld. Die parlamentarischen Geschäftsführer möchte ich noch fragen, wir können beginnen. No? Auch gut, jawohl. Dann entspricht die Reihenfolge der Abstimmung der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tage. Ich beginne mit dem Tagesordnungspunkt 56. Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Förderprogramm Distral, Drucksache 20-3682. Wer dem Entschließungsantrag zustimmt, stimmt das Handzeichen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, AfD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Walter. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Enthaltungen gibt es keine. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, zweites Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte um ein Handzeichen. SPD, Linke, FDP. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD und die Frau Kollegin Walter. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt. Dann rufe ich auf den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Würdigung der Opfer der sozialistischen Diktatur, Drucksache 20-3679. Die AfD-Fraktion hat hier namentliche Abstimmung beantragt. Guckt mal nach eurer Unterlage da. Fängst du an, bitte? Ja. Ulrika Alex, nein. Tarek Al-Wazir, nein. Katrin Anders, nein. Lina Arnold, nein. Sabine Bächle-Scholz, nein. Dirk Bamberger, nein. Jürgen Banzer, nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, nein. Alexander Bauer, nein. Frank Thilo Becher, nein. Holger Bellino, nein. Peter Beuth, nein. Markus Bocklet, nein. Michael Boddenberg, nein. Christiane Böhm, nein. Karl-Hermann Bolldorf, nein. Volker Bouvier, nein. Silvia Brünnel, nein. Dr. Matthias Büger, nein. Thailand Burcu, Ines Klaus, nein. Miriam Dahlke, nein. Wolfgang Decker, nein. Christoph Degen, nein. Frank Diefenbach, nein. Angela Dorn, nein. Tobias Eckert. Na, jetzt. Also das war Nein. Arno Enners, ja. Nancy Faeser, nein. Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, nein. Thorsten Felstehausen, nein. Katrin Carina Fissmann ist entschuldigt, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, nein. Sandra Funken, nein. Klaus Gagel, ja. Dirk Gav, Kerstin Geis, nein. Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, nein. Dr. Frank Grober, ja. Vanessa Kronemann, Stefan Grüger, nein. Gernot Grumbach, nein. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, nein. Karin Hartmann, nein. Erich Heidkamp, ja. Christian Heinz, nein. Birgit Heitland, nein. Thomas Hering, nein. Klaus Herrmann, ja. Priska Hinz, Heike Hofmann, nein. Markus Hofmann, nein. Andreas Hofmeister, nein. Hartmut Honka, nein. Knut John, nein. Bijan Kaffenberger, nein. Rolf Kahnt, ja. Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, nein. Kaya Kinkel, nein.
Kai Klose. Nein. Wiebke Knell. Nein. Elisabeth Kula. Nein. Gerald Kummer. Nein. Robert Lambrou. Ja. Jürgen Lenders. Nein. Thorsten Leveringhaus. Nein. Andreas Lichert. Ja. Angelika Löber. Nein. Frank Lorz. Nein. Professor Dr. Alexander Lorz. Nein. Heinz Lotz, nein. Felix Martin. Nein. Daniel May. Nein. Markus Meissner. Hans-Jürgen Müller. Nein. Jörg Michael Müller. Nein. Karin Müller. Nein. Regine Müller. Nein. Stefan Müller. Nein. Petra Müller-Klepper. Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, ja. Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, nein. Lucia Puttrich, nein. Dr. Rainer Rahn. Habe ich jetzt nicht gehört? Claudia Ravensburg, nein. Michael Reul, nein. Boris Rhein, Volker Richter. Unbedingt ja. René Rock. Nein. Meine Damen und Herren, ich bitte nur mit Ja, Nein oder Enthaltung hier zu antworten. Jede andere Äußerung ist nicht zulässig und die höre ich auch nicht gern. Günter Rudolph. Nein. Michael Ruhl. Nein. Max Schad. Nein. Jan Schalauske. Nein. Marion Schad-Sauer. Lukas Schauder. Nein. Hermann Jaus. Nein. Gerhard Schenk. Ja. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz. Nein. Katrin Schleenbecker. Nein. Mirjam Schmidt. Nein. Heiko Scholz. Ja. Dimitri Schulz. Ja. Armin Schwarz. Nein. Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer. Nein. Sadet Sönmez. Nein. Frank Steinraths. Oliver Stierböck. Nein. Manuela Strube. Nein. Ismail Tippi. Nein. Oliver Ullott. Nein. Tobias Utter. Nein. Joachim Feilmann. Nein. Bernd Erich Vohl. Ja. Matthias Wagner. Nein. Astrid Wallmann. Nein. Alexandra Walter. Kati Walter. Nein. Thorsten Warnecke. Nein. Sabine Waschke. Nein. Marius Weiß. Nein. Dr. Ulrich Wilken. Nein. Axel Wintermeyer. Nein. Walter Wissenbach. Ja. Janine Wissler. Nein. Meine Damen und Herren, haben sich alle an der namentlichen Abstimmung beteiligt? Das ist der Fall. Dann zählt mal aus.
Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. Wurden abgegeben 100. Es wurden abgegeben 134 Stimmen. Mit Ja stimmten 17, mit Nein 117. Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD abgelehnt.